Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauen wie wir. Schön, dass du die heutige Sendung angeklickt hast und ich wünsche uns allen zusammen eine gesegnete Sendezeit. Dieses eine Ereignis, das dein Leben völlig auf den Kopf stellt, das dein Leben in eine völlig andere Richtung lenkt, als du es geplant hattest. Viele von uns kennen das und haben Gott in diesem einen, in diesen Lebenslagen nochmal ganz anders und auf eine wunderbare Art und Weise erfahren und neu kennengelernt. So ging es auch Alice Penner und ihrer Familie. Ich heiße dich herzlich willkommen, Alice, hier bei uns im Studio von Frauen wie wir. Danke. Alice, kannst du dich zu Anfang einmal vorstellen? Ich bin Alice Penner, ich bin 51 Jahre alt und über 28 Jahre verheiratet mit David Penner. Wir haben drei Kinder, ein Mädchen und zwei Jungen. Und seit etwas über einem Jahr nach einem lieben Schwiegersohn dazu bekommen. Alice, euer Leben wurde 2020 am 18. Februar total verändert. Was genau passierte an diesem Tag? David wollte eine lockere Rolle, einen Lüfter, das ist ein Landwirtschaftsgerät, von unserem Land nach Hose holen. Da unser Land aber 140 Kilometer entfernt ist und er das nicht mit einem Traktor wollte, wollte er es mit einem Auto. Es gibt ein spezielles zweirädriges Hilfe, was man dazwischen stecken kann, dass es dann leichter ist oder schneller geht. Er hatte aber mit einem Reifen Probleme, hat ihn dann losgeschraubt und kam zu Mittag nach Hause, hat dann Mittag gegessen und nachmittag fuhr er mit unserem ältesten Sohn zusammen nach Plata, den Reifen flicken und wieder zum Lüfter. Ganz gegen Abend kamen sie nach Hause und beim Abstellen passierte es. Er hatte bei dem Lüfter Holzklötze runtergestellt und diese Klötze verrutschten. Und beim Auto hatten sie es auch schon losgemacht. Deshalb überschlug sich der Deichsel von dem zweirädrigen Zulki und mit dem Schwung traf er David an der linken Seite Kopf. Er war sofort bewusstlos. Wie sahen dann die nächsten Stunden, die nächsten Tage aus? Was folgte darauf? David wurde mit der Ambulanz abgeholt, in La Plata einmal untersucht und gleich abends noch nach Asunción geschickt. Dort wurde er auch nachts operiert. Ich war in dem Moment nicht bereit, mit der Ambulanz mitzufahren, weil ich sah meine Kinder, wie verängstigt sie waren. Und mein Bruder fuhr dann mit der Ambulanz mit. Ich war in der ersten Nacht zu Hause bei meinen Kindern. Mit Freunden und Verwandten haben wir dann besprochen, wo die Kinder bleiben konnten. Und Davids Geschwister fuhren dann am nächsten Morgen mit mir nach Asunción. Der Arzt sagte, mit so einem heftigen Schlag am Kopf sind Menschen tot. Und David lebte. Das war unser erstes Wunder. Er war ein Tag, weniger vier Wochen auf der Intensivstation im Sanatorio Americano. Ich war die ganze Zeit auch da. Am ersten Wochenende brachten Verwandte unsere Kinder bis dort und sie konnten ihn auch besuchen. Und am Sonntag starb dann Davids Mutter. Und die Kinder fuhren dann wieder alle zurück zum Begräbnis von der Oma. Später kamen sie noch einmal ein Wochenende zu Besuch. Also das war für euch eine sehr auffühlende Zeit. Erst der große Unfall von deinem Mann, dann stirbt auch noch deine Schwiegermutter. Und für eure Kinder hast du schon gesagt auch, ja? Wie haben eure Kinder diesen Unfall aufgenommen oder diese ganze Zeit, ja? Alle waren ja sehr verängstigt und wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Unser Ältester, der fühlte sich schuldig, weil er wollte einen Deichsel halten. Und das ging aber nicht, weil die lockere Rolle viel schwerer ist. Er konnte das nicht halten. Ich sagte zu ihm, du bist nicht schuld daran. Gott lässt manchmal was zu. Und ich versuchte es ihm mit einem Beispiel zu erklären. Bei einem Verkehrsunfall sterben auch Menschen. Du bist damit verwickelt, aber du bist nicht schuldig. Und du musst mit solchen
fertig werden. Dass aber genau das unserem Arbeiter und seinem guten Freund ein paar Wochen später passieren sollte, konnte ich zu der Zeit nicht ahnen. Er sprach aber gleich abends mit unserem Gemeindeleiter und konnte darüber ruhig werden. Auch unsere Tochter kann darüber sprechen leichter. Viel schwerer hatte unser Jüngster erst, der jüngste Sohn. Der ist immer so verschlossen. Und er war ja zu der Zeit auch 13. Der hat da sehr mitgekämpft. Aber heute kann er auch darüber sprechen. Und ganz verstehen können sie es immer noch nicht. Aber wir haben damit leben gelernt. Euer jüngster Sohn war 13. Wie alt war der Sohn, der dabei war, als der Unfall passierte? 16 war der zu der 16. Zeit. Das ist auch ein, ja, es ist sehr, sehr schwierig für so einen jungen Menschen, sowas erstens mal mitzuerleben und daran beteiligt zu sein, ja? Und dann war das noch sein Vater, ja? Ja. Der Mann oder der Vater dann im Krankenhaus, die Kinder zu Hause, das war ja bestimmt eine sehr aufgewühlte Zeit schon. Wie habt ihr diese bewältigen können? Habt ihr Hilfe bekommen? Ja, unsere Gemeinde hat uns sehr beigestanden. Und auch sehr, sehr viele Leute haben gebetet. Danke dafür. Auch solche, die uns nicht einmal kannten, die nur davon gehört hatten. Das reichte auch bis in spanisch sprechenden Gemeinden. Weil David war zu der Zeit Leiter einer Freundesgruppe, die mit Bewässerungsprojekten arbeiten am Paraguay-Fluss. Das betraf Puerto Casado, Valdemí, Tresero, Peralta und Pinasco. Im Krankenhaus hieß es in den ersten Wochen immer nur, wir kämpfen nur ums Überleben. Das war lange, dass die Ärzte, ich glaube, sie haben auch keinmal gesagt, dass es über ist, aber es war immer nur ums Überleben und das andere sehen wir nachher. Ich wurde die ganze Zeit begleitet von Geschwister und Freunde. Ich war dort keinmal alleine in Asunción. Auch unsere Kinder waren bei hilfsbereite Freunde, Verwandte. Auch andere kümmerten sich um unsere Wirtschaft und um unser Vieh. Die Jungen mussten ja zu der Zeit zur Schule. Nach einiger Zeit teilten die Ärzte uns mit, es könnte sein, David würde nicht mehr sprechen und gehen können, weil die linke Seite Kopf war sehr verletzt. Ich habe mir immer wieder die Jahreslosung 2020 aufgesagt. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Weil ich glaubte, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann. Dann kam Corona und am letzten Wochenende, am Samstag und Sonntag, durfte ich ihn schon nicht besuchen. Am Montag, den 16. März, wurde er dann zum Hospital La Plata gebracht. Er war rechts gelähmt, hatte Tracheostomie, worüber er mit Sauerstoff versorgt wurde. Auch wurde er über Magensonde gefüttert. Er konnte nicht zeigen, ob er uns erkannte oder nicht. In La Plata war er dann nochmal 6,5 Wochen. Da durften wir aber Tag und Nacht bei ihm sein, weil die Ärzte meinte, es wäre besser, wenn Freunde und Verwandte in seiner Nähe wären. Vielleicht würde er dann mehr aufwecken oder das wahrnehmen. Da danke ich auch nochmal an den vielen Menschen, die da bei ihm gesessen haben im Krankenhaus. Ja, das hast du schon gesagt, das war ja ein Corona-Jahr. Ja? Da galten ja ganz andere Regeln als im normalen Leben. Und dafür bist du aber gerade dankbar, dass es bei uns im Krankenhaus dann trotzdem, dass ihr dürftet zu ihm. Ja? Dass es da trotzdem wichtiger war, als ihn alleine in ein Zimmer zu lassen. Ja? Aber ja, da waren wir sehr froh. Ja. Gut, das waren bestimmt dann 10 Wochen, also vier Wochen Asunción, 6,5 dann nochmal hier in Loma Plata. Ihr habt auch besondere Erlebnisse von Träumen gehabt, auch dein Mann vor dem Unfall. Kannst du uns das noch einmal erzählen? David hatte etwa 8 Monate vor dem Unfall einen Traum. Er sah sein Leben wie ein Zug vorbeifahren und er sah, wie der Zug ganz runterkam von den Gleisen. Er sah aber auch, wie er wieder rauffuhr. Dieser Traum bewegte ihn sehr und
macht ihn unruhig. Daraufhin haben wir dann die Seelsorgeschule besucht im Oktober 2019. Hier konnten wir vieles von unserem Leben regeln und wieder aufarbeiten. Ich sehe es als eine Führung Gottes und eine Vorbereitung auf diese Zeit, die kommen sollte. David sein Leben, das es wie ein Runterfahren war von den Schienen, wie ein Zug, das erlebten wir dann am 18. Februar. Wir warten aber immer noch auf das Ende des Traums, dass er wieder alles kann. Dass er wieder Zug auf die Schienen fällt. Dass der Zug wieder rauffällt auf den Schienen. Du hast dann durch Sprüche und Bibelverse sehr klar die Antwort von Gott bekommen, David, also dein Mann, nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus nach Hause zu holen. Aber wie war sein Gesundheitszustand und was bedeutete das für euch und für dich? Ja, so ist es. Ich bekam oft die Sprüche, sei stark und mutig oder vertraue auf den Herrn. Zuerst dachte ich, die schicken mir alle den gleichen Vers. Aber beim näheren Betrachten merkte ich, wie oft und an wie viel Bibelstellen wir oft gefordert werden. Einmal ist es in 5. Mose 31, 6, Daniel 10, 19, Psalm 27, 14, Jesua 1, 9, Jesaja 41, 13 oder Jesaja 41, 10. Die Frage kam dann, wohin mit David, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird? Zum Pflegeheim? Ich entschloss mich, stark und mutig zu sein und ihn nach Hause zu nehmen, egal wie sein Zustand war. Am 30. April, zu seinem 50. Geburtstag, brachte die Ambulanz ihn dann nach Hause. David konnte zu dem Zeitpunkt alleine atmen, die Tracheostomie war entfernt, aber sonst konnte er nichts. Er musste über Magensonde gefüttert und einfach ganz gepflegt. Auch da haben wir wieder viel Hilfe bekommen. Ganz besonders möchte ich zwei Ehepaare erwähnen, die über 2 Monate jeden Tag abwechselnd kamen und mir halfen, David zu duschen, seine Wunde am Hals und die Magensonde zu besorgen. Aber auch unsere Kinder haben sehr viel mitgeholfen. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch dieser Tag, der 30. April, zum Teil ein trauriger Tag war, weil der Papa ja so und der Ehemann so im Zustand war, aber auch zugleich ein glücklicher und froher Tag, dass er an seinem Geburtstag nach Hause konnte, ja? Ja. Das waren bestimmt gemischte Gefühle, das ja? Das war beides, ja. Ihr wusstet dann bis zu seiner Entlassung nicht genau, wie viel er wahrnehmen kann. Er hatte ja jetzt schon von seinem Unfall nicht gesprochen. Er konnte ja sich nicht mitteilen. Oder ob er euch kannte und so weiter. Er hat dann auf erstaunliche Art und Weise diesem ein Ende gesetzt. Es wurde dann anders. Wie war das? David konnte nicht sprechen, aber auch nicht einmal mit dem Kopf Ja oder Nein nicken. Manchmal schaut man ihn so an und dachte so, er könnte ja nicken, ja oder nein. Ja. Man kann ja schon solche Fragen stellen. Ja. Aber alles funktionierte nicht. Seine rechte Seite ist ja gelähmt und er ist aber Linkshänder. Dann haben wir das versucht mit Schreiben. Zuerst konnten wir Wörter fast nicht erkennen, aber wir haben geratet und es wurde immer wieder besser. Weil er von vorher links schreiben konnte, ging es. Und am 6. Mai schrieb er dann, zu Hause ist es schön. Das hat uns sehr, sehr viel bedeutet. Und in den nächsten Wochen schrieb er dann auch unsere Namen auf, also meinen und die von den Kindern. Und er schrieb auch auf, ich bin David Penner, ich bin zu Hause, weiß nicht wann. Wenn auch Gäste uns besuchen, die er vorher kannte, deren Namen schrieb er auch auf. Wir waren so froh, wir wussten, er weiß noch vieles von vorher, obzwar er nicht sprechen konnte. Und auch in dieser Zeit haben viele uns erzählt, sie haben geträumt, David kann wieder sprechen. Also das waren unsere Freunde, die es sagten, auch Freunde von unseren Kindern. Sogar Prediger aus unserer Gemeinde haben uns das mitgeteilt.
Also dieses Thema mit den Träumen und so, das kommt jetzt bei euch ganz häufig vor, ja? Vor dem Unfall schon, ja? Und das begegnet euch immer wieder, ja? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die so ein, du weißt ja noch das Datum, 6. Mai, Schäfer zu Hause, ist es schön, dass man sich wahrscheinlich an so einen Satz klammert und der dir dann wieder Kraft für noch viele, viele Tage gibt, ja? Aber ja, sehr viel. Mhm. Weil das war einfach zu sehen, er weiß noch vieles. Mhm. Und er hatte es bemerkt, dass er zu Hause war. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also er war, so wie ihr ihn früher kanntet, also das Gehirn war noch da, ja? Der Geist war noch da, ja? Ja. Ja. Er hatte nicht alles vergessen, ja? Nein, wir haben dann auch immer wieder sehr geübt, gerade mit dem Schreiben, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn diese ganze Zeit, wo er sich nicht mitteilen konnte, du sagtest ja nicht mal necken, das muss man sich mal vorstellen können. Wir sprechen ja jetzt hier, du und ich weiß, du verstehst mich, weil du so machst oder so machst, ja. Aber gerade wenn dein Gegenüber das nicht kam, ja, da glaube ich, sehnt man sich einfach nach so einer kleinen Antwort, wie ihr da dann gekriegt habt, ja. Ganz genau. Welche weiteren Fortschritte folgten dann in der nächsten Zeit? Er konnte seine linke Seite, linker Arm und Bein, immer mehr brauchen und auch damit selber mithelfen, also dass wir ihn nicht ganz anheben mussten und so. Und mit der Zeit sahen wir auch, dass er sein rechtes Bein etwas anhob, wenn wir Socken anziehen wollten. Es war so wenig, dass wir daran zweifelten, aber es wurde besser und er konnte das rechte Bein auch ganz anheben. Und wir versuchten das auch mit Essen, mit dem Schlucken. Erst mit Joghurt und das funktionierte auch besser. Dann habe ich über lange Zeit all sein Essen geschlagen im Mixer und schlucken konnte er dann schon. So hat er dann gegessen und dann konnte die Magensonde entfernt werden. Heutzutage kann er alles essen, ich schneide es nur sehr fein. Ab Juli, Winterferien, habe ich dann die Pflege alleine übernommen. Dann sind wir auch wieder zum ersten Mal zu unser Land gefahren. Im April 2021 erkrankte David dann an Covid. Mit medizinischer Hilfe von meiner Tante und meinem Onkel, die Krankenschwester und Arzt sind, habe ich ihn dann zu Hause gepflegt. Gott war gnädig. Er schenkte ihm wieder Gesundheit. Während dieser Zeit eine seiner Schwester starb. Wir erlebten es wieder, Gott hat noch einen Plan mit David. Seine Mutter stirbt, seine Schwester, aber er noch nicht, auch wenn er mitten im Leid steckt, ja? Ganz genau. Mhm. Und alle dachten eigentlich, wenn er Covid würde bekommen, er würde es nicht überleben, weil er hatte in Ascension auch eine sehr schwere Lungenentzündung. Und Gott ist aber größer, der Gott war noch nicht zu Ende mit ihm. Er war noch nicht zu Ende mit ihm. Und dann im Mai 2021, was passierte da ganz Besonderes? Die Träume anderer Menschen erfüllten sich. Etwa Mitte Mai konnte David wieder mit lauter Stimme sprechen. Die Freude war sehr groß bei uns. Und das war so erleichternd, nicht mehr ständig das Heft zu suchen zum Schreiben, weil es war ja immer an der falschen Stelle, wo wir es dann brauchen wollten. Er hat mir dann oft gefragt, liebst du mich, auch wenn es bei mir nicht alles mehr funktioniert? Oder schämst du dich mit mir? Ich habe ihm immer wieder versichert, dass ich ihn liebe, trotzdem. Und er ist und bleibt mein Mann. Ich schäme mich auch nicht mit ihm. Also wir fahren gemeinsam zur Kirche, auch zu Hochzeiten und zu den Schulabschlüssen von unseren Jungen. Mhm. Da gilt das Versprechen in guten wie in schlechten Tagen, ja? Ja. Du hast erwähnt, dass Gebet und Bibelverse dich ermutigt haben, auch ganz besonders so Jahreslosungen. Welches war jetzt deine besondere tägliche Kraft? Wie schon einmal erwähnt, die Jahreslosung 2020. Mhm. Ich glaube, hilft mein Unglauben. Auch die von 2021. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn mir die ganze Pflege schwer wurde, dann versuchte ich mich immer daran zu erinnern, was, wenn mir das würde passiert sein, wie würde ich dann wollen, behandelt sein.
Und ich wollte immer, ich kam immer darauf zurück, ich würde liebevoll und auch verständnisvoll behandelt werden wollen dann. Mhm. Und so versuche ich, die Pflege an David zu machen. Dazu möchte ich ein Zitat von Mutter Teresa zitieren. Ich weiß, dass Gott mir nicht zumutet, womit ich nicht fertig werde. Ich wünschte nur, er würde mir nicht so viel zutrauen. Das ist sehr ehrlich. Das ist sehr ehrlich. Wie ist der Gesundheitszustand von David, also von deinem Mann heute? Wie sieht euer Alltag aus? David kann seinen rechten Arm und Hand nichts gebrauchen. Er kann aber mit einem Gehstock auf ebenen Boden alleine gehen. Beim Aufstehen muss ich noch einmal etwas helfen. David kann nicht freundlich schauen und lachen. Das fehlt uns sehr. Mhm. Er verspürt auch keinen Hunger und Durst. Es ist da immer meine Aufgabe, das zu kontrollieren, ob und wie viel Wasser er getrunken hat. Mit Wärme und Kälte verspüren ist es auch so. Er sagt mir nie, mir ist kalt oder ich brauche eine Jacke. Und wenn ich ihn nachts zugedeckt habe und morgens merke, er ist ganz nass geschwitzt, da sagt er auch nichts. Er ist aber sehr zufrieden. Er klagt nie. Er sagt immer wieder, Gott weiß alles besser und warten. Dazu bin ich sehr froh, dass er so ruhig und gelassen kann sein. Das führe ich einfach wieder darauf zurück, dass wir die Seelsorgeschule mitgemacht haben, ja. Dass er nicht braucht jetzt unruhig sein. Seine Wünsche, wieder alleine gehen zu können und mit allem zu fahren, Motorrad, Auto, Traktor und mal wieder arbeiten zu können, die sagt er mir täglich. Wir machen immer wieder Physiotherapie und auch zu Hause meint das einfach täglich üben. Aber es ist gerade, wie du sagst, du freust dich, dass er ruhig ist und dass er Hoffnung hat, ja? Er sagt, warten. Und ja. Er hat Träume, er hat Wünsche, er will weiter, er will vorwärts, ja? Ja. Und wenn wir jetzt gucken, von Anfang an, wie der Arzt sagte, Leute, die so einen Schlag bekommen, sind tot oder sterben. Dein Mann geht mit Hilfe, aber er geht und er kann wieder sprechen, dann ist das Gottes Wunder, ja? Großes Wunder, ja. Mhm. Oder mehrere Wunder nacheinander. So ist es, ja, wahrscheinlich. Welche sind für euch ganz besondere Momente in eurer Ehe jetzt? Wir haben viel gemeinsam Zeit. Vorher war es nicht so, dann wurde ja viel gearbeitet. Ja. Morgens Mate trinken und morgen Andacht machen, sonst auch beim Terrare. Wir fahren auch gemeinsam zur Kirche und zu Bibelstunden. David kann reden, aber das ist nicht mehr so ein Erzählen wie früher. Es ist alles langsamer und auch nicht so viel. Worin ist dein Trost und deine Hoffnung? Mein Trost und meine Hoffnung sind in unserem großen Gott, der uns geschaffen hat und ganz genau weiß, was uns fehlt. Wir wissen, dass kein Arzt, auch kein Physiotherapeut David helfen kann. Also das kann nur Gott. Wir haben schon so viel erlebt, was er zurückgegeben hat, und wir sind gespannt, wie er uns weiterführt. Er hat immer für uns gesorgt, auch auf dem Wirtschaftlichen. 2020, als alles sehr trocken war und viele Menschen schon Wasser und Futter fahren mussten, da hat es bei uns ausgereicht. Das ist Gottes Fürsorge für uns in jedem Bereich. Genau, dass ihr euch nicht noch darum auch noch Sorgen machen müsstet, ja? Ja. Alice, hast du ein paar Schlussworte für die Zuhörer? Niemals aufgeben, auch wenn es noch so hoffnungslos erscheint. Gott kann und er hat Wege. Ich möchte das Muster von oben anschauen, das Gott mit uns knüpft. Es ist wie bei einem geknüpften Teppich. Wenn wir den von unten anschauen, sehen wir nur Chaos. Erst wenn wir ihn von oben anschauen, hat alles einen Sinn. Manchmal führt der Herr uns Wege,
die wir nicht verstehen können oder noch nicht verstehen können. Eines ist aber klar, wir können Gott voll vertrauen, dass er das Rechte macht. Danke, Alice. Danke, dass du da warst und uns deine Geschichte, eure Geschichte erzählt hast, mitgeteilt hast und dass du auch den Zuhörern Hoffnung weitergegeben hast. Ich wünsche euch als Familie Gottes Segen und viel, viel Kraft und dass ihr nie aufhört, an diese Träume zu glauben und zu hoffen, die Gott euch gegeben hat. Danke. Somit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich wünsche auch Ihnen, dass Sie nie aufgeben, dass Sie sich immer an Gott klammern und dass Sie da, wo alles hoffnungslos scheint, sich an dieses Zeugnis erinnern. Das war wieder einmal Frauen wie wir. Glauben und leben.